Ab geht er, der Peter, ne? Jetzt am Speichern. So. Ich hoffe, das kann ich auch so schneiden, dass ich hier direkt anfange. Okay. Ja, erst die Eis-Pokémon. Okay, nehme ich auf. Habe ich noch Speicherplatz über? Ja, okay. Moin. Willkommen in der Pokémon-Liga. Ich bin Lorelei und gehöre zu den Top 4. Niemand kann sich mit mir messen, wenn es um Eis-Pokémon geht. Die Kraft von Eisattacken ist unglaublich. Du wirst um Gnade winseln, wenn ich deine Pokémon eingefroren habe. Haha, bist du bereit? Was für ein Level bist du? Ich hab Angst. Lorelei möchte kämpfen. Lorelei setzt Yugong ein. Okay. Das ist, okay. Feuersturm. Ging natürlich daneben. Okay. Es will direkt schlafen gehen, oder was? Okay, du zählst das Wasser-Pokémon. Du brennst. Wie eingeschlafen? Du brennst. Du kannst nicht einschlafen. Du kannst doch nicht einfach... Okay. Oder werd durch Erholung dann zu... Karl. Oder wird durch die Erholung auch der Statuswert gedingselt. Donner. Also sowas wie Verbrennung wird dann durch Schlaf geheilt. Okay, du bist aber ein Eis-Pokémon, aber da würde ich... Nee, da schicke ich erstmal Karl vor. Lass den erstmal alles machen. Der ist sowieso für die anderen Trainer nicht mehr so wirklich zu gebrauchen. Außer vielleicht für den Champion. Lamus. Okay. Donner. Scheiß, die waren dann. Panzerschutz, bitte nicht spezial. Okay, Verteidigung. Scheiß, die waren an. Der Spezial nimmt zu. Das ist doof. Scheiße, die werden an. Das tat zwar weh, aber nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe nicht mehr viel Donner, deswegen Donnerschock. Auch wenn es jetzt nicht so viel Schaden macht. Aber es war ein Volltreffer. Gott sei Dank. Ein Rosana. Das ist, glaube ich, nur Eis. Deswegen würde ich da auch gerne Doggo fortschicken wollen. Ja, das ist, glaube ich, auch das erste Mal, dass wir Rosana sehen. Und dann Feuersturm. Natürlich ging das daneben. Fuchtler. Bitte nicht so wehtun, bitte. Feuersturm. Danke. Du müsstest besiegt sein. Ich weiß nicht, was sie als letztes hat. Wahrscheinlich wieder ein Yugong oder sowas. Dann würde ich wieder zu Karl wechseln wollen. Ein Lapras. Da wechseln wir auf jeden Fall zu Karl. Weil Lapras ist eigentlich ein Wasser-Pokémon. Level 56. Wir kommen aber trotzdem gut klar, obwohl wir leveltechnisch sowas von unterlegen sind. Ich setze Donnerschock ein, einfach um den Donner zu sparen. Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay, ich setze doch Donner ein. Scheiß die Wand an. Body Slam. Tut gut weh. Und paralysiert. Und Blizzard noch dazu. Aber wenigstens kann ich nicht einfrieren, aber ich. Also Karl ist sowieso down. Dann würde ich Ultima schicken. Und einen Donnerblitz machen. Und darauf hoffen, dass Ultima es besiegt bekommt. Scheiß die Wand an. Oh nö. Hoffentlich halt auch Lorelei jetzt das Lapras nicht. Okay, gut. Meine Güte. Der erste Kampf und trotzdem war es ein Shitshow. Okay, wie kannst du es wagen? Du bist besser als ich dachte. Geh ruhig weiter. Das hier war nur ein Vorgeschmack auf die Dinge, die dich noch erwarten. Ja, das ist ja das Schlimme. Es war nur ein Vorgeschmack, aber trotzdem habe ich hart verschissen. Ich habe Beleber. Und davon nicht zu wenig.
Dann setze ich ein paar Hypertränke ein. Ich lasse Doggo nicht angeschlagen hier in... Also Karl sowieso nicht, aber Doggo lasse ich auch nicht angeschlagen. Und dann würde ich als nächstes, weil das Bruno ist, glaube ich. Oder wir sehen es jetzt, wer es ist. Ja, ist Bruno. Dann würde ich... okay, wieso diese Musik? Das ist doch die Musik von Team Rocket. Ultima vorne. Weil er sagt zwar, dass er ein Kampftyp ist, aber ich glaube, der hat Gesteins-Pokémon. Auch teilweise. Ich gehöre zu den Top 4. Mein Name ist Bruno. Durch ausgiebiges Training können Pokémon sehr stark werden. Ich habe meine Pokémon pausenlos trainiert. Rot, wir werden dich mit unserer Kraft bezwingen. Zum Angriff. Okay, es wird nicht gesagt, was er für ein Trainer ist. Schade. Außer, dass er sehr stark ist. Okay, erst ein Onix. Das hat keine Chance. Der Hydro-Pumpe daneben gehen kann, würde ich erstmal einen Surfer benutzen wollen. Weil das tut auch weh. Okay. Gut. Nocturne. Ja. Wo bist du? Ah, ich bin drauf, David. Komm. Du musst schneller sein als Nocturne, das weiß ich jetzt nicht. Aber Nocturne kann ich, glaube ich, kaputt hauen. Weil es einfach mal 9 Level über uns ist. Okay, gut. Kikli. Ich mache da keine halben Sachen. Ich mache da lieber Psychokinese. Wie gesagt, die sind 9 Level über uns. Da mache ich keine halben Sachen. Onix. Ja, na klar, wechseln wir da zu Ultima wieder. Und einfach ein Surfer, das hat ja eben auch gut funktioniert. Obwohl, ich glaube, das Onix hier ist ein bisschen stärker als das vorige. Aber trotzdem tot. Ein Macho mal. Das erste, das wir jemals in dem Spiel hier gesehen haben. David. Und ich bin aus... Bah! Ich bin... Der Sprite einfach. Ich bin aus Versehen gegen das Mikrofon gekommen und der Sprite sieht hart, hart scheiße aus. Mega hässlich. Oh. Bezahl sinkt. Silberblick. Ich setze Psychal ein. Okay, gut. Das war auch, glaube ich, die einzige Attacke, die er einsetzen konnte. Silberblick. Hallo. War ein bisschen doof von dir, Bruno. Wie konnte ich verlieren? Weiß ich auch nicht. Ich bin erledigt, doch die nächste Herausforderung wartet bereits. Okay, das wird Agathe sein und die hat Geister-Pokémon. Zwar sind Geisterattacken stark gegen Psycho, aber sie sind alle Gift-Pokémon, deswegen sind sie schwach gegen Psycho. Deswegen sind Geister-Pokémon in der ersten Generation so hart scheiße. Hallo Agathe. Ich bin Agathe aus dem Team der Top 4. Professor Eich lobt dich in höchsten Tönen, junger Mann. Er war einmal ein gut aussehender, stattlicher Mann, doch das war vor Jahrzehnten. Heute kümmert er sich nur noch um seinen Pokédex, aber Pokémon wollen ja kämpfen. Gut, ich zeige dir, wie ein richtiger Trainer kämpft. Das soll so ein bisschen sagen, dass die und Professor Eich so eine kleine Vergangenheit miteinander haben. Hat. Gengar, das erste, das wir jemals gesehen haben in diesem Spiel, glaube ich. Psychokinese. Gengar ist schneller. Der ist natürlich doof. Ha. Das ist nochmal gut gegen Gift. Ich glaube auch Boden, ne? Deswegen würde ich schon fast sagen wollen, erstmal Toxicus eintauschen, damit David nicht mehr verwirrt ist. Okay, ein Golbat. Da setze ich doch. Ja, dann setze ich doch erstmal Ultima ein und einen Donnerblitz. Donnerblitz.
Das tötet leider nicht. Dunkle Nebel, was ist denn das? Alle Statusveränderungen wurden entfernt. Gut, wahrscheinlich auch so ein Zeug wie, oh, Kung-Fu-Strahl. Wie, halt sowas wie Verwirrung und so. Aber ich denke mir auch so Sachen wie mehr Angriffskraft und mehr, so, halt so ein Zeug. Alle Statusveränderungen wurden entfernt. Okay, danke. Du hast die Verwirrung entfernt, die du gerade gemacht hast. Die Attacke ist sehr effektiv. Was kommt als nächstes? Ultima Held 2052 Zeugs. Alpollo. Ja. Gegen David. Ich hoffe, David ist diesmal schneller als das Alpollo. David ist, glaube ich, auch ein Level gestiegen, ne? Psychokinese. Ich glaube, ich muss gleich mal einen Ether rausholen, weil David nicht mal viele Psychokinesen hat. Scheiß die Wand an. Besser sind Kung-Fu-Strahl. Und der herrlich. Psychstrahl. Gut. Je nachdem, was das jetzt für ein Pokémon ist, würde ich gerne nochmal wechseln mit David. Okay, Arbok. Gift. Ja, da nehme ich Toxicus. Weil Gift ist schwach gegen Boden. Dann kann David sich wieder von der Verwirrung heilen. Erdbeben. Gut, dass meine Pokémon alle anscheinend so schnell sind. Obwohl sie ja hier alle irgendwie 10 Level über. Also mein Pokémon sind. Trotzdem sind meine schnell genug. Okay, jetzt ein Gengar wieder. Ich setz mal David ein. Sonst wieder Toxicus. David verkacken sollte. Ist einfach mal 13 Level höher. Das könnte auch wieder schneller sein, ne? Psychokinese, Traumfresser. Das ist Schwachsinn. Du musst mich erst einschläfern mit Hypnose oder so ein Krempel, wenn du sowas hast. Wieso setze ich nochmal Psychokinese ein? Das verschwendet nur die AP. Okay, als nächstes kommt, wurde besiegt. Gut, besiegt Agathe. Wirklich, du bist ein ganz besonderes Kind. Du hast gewonnen, nun verstehe ich, was der Professor meinte. Stimme ihm voll und ganz zu. Setze deinen Weg fort, mein Junge. Ich setze einen Ether ein. Ich habe ja irgendwo noch einen normalen Ether rumfliegen. Hier, ein einzelner. Auf David. Damit Psychokinese wieder voll ist. Oder einen Hypertrank. Auf Ultima. Damit die hier alle vollgeheilt sind. Ich würde aber erstmal auch Ultima vorne nach vorne schicken. Okay. Weil jetzt kommt Siegfried, vor dem ich am meisten Angst habe. Ultima ist vorne, ne? Instant Alzheimer. Gut. Moin. Ich habe bereits von dir gehört. Gut. Ich bin Siegfried, Drachentrainer und Oberhaupt der Top 4. Wusstest du, dass Drachen mystische Pokémon sind? Sie sind schwer zu fangen und zu zähmen, doch die Mühe lohnt sich. Sie sind beinahe unbesiegbar. Ja, das ist leider das Problem. Bist du bereit, dem Schicksal ins Auge zu blicken? Für dich endet der Aufflug in die Pokémon-Liga. Hier, Rot. Halt, Hi Siegfried. Die Drachen-Pokémon haben die einzige Schwäche Eis. Okay, Garados. Huch, was für ein Zufall. Da habe ich doch was, Donnerblitz. Du hast eine doppelte Schwäche dagegen, mein Freund, weil du Flug und Wasser bist. Bisher hab du nicht sowas. Okay, Silberblick. Ja, tschüss. Tschüss, Garados. 12 Level über uns und trotzdem verloren. Okay. Ein Level gestiegen, wunderherrlich. Gemacht Ultima. Dragonier, da wechsle ich mal nicht. Und setze Blizzard ein. Hoffentlich war Eis stark gegen Drache, ne? Ja, war's. Die Attacke ist sehr effektiv, gibt leider einen Hypertrank. Deswegen muss ich nochmal den Blizzard einsetzen.
Leider trifft er nicht immer. Aber gerade ist gut. 3 Wut. Wunderschön. Macht nur 40 Schaden. Aber immer 40 Schaden. Ja, ich von Surfer am meisten habe. Also an AP mache ich mal Surfer. Das dürfte dich auch besiegen. Die Attacke ist nicht effektiv. Oh, Wasser ist nicht stark gegen Drachen. Okay, gut zu wissen. Dragonia. Okay, dann dasselbe Spiel nochmal. Blizzard. Dass es immer trifft bis jetzt. Das ist sehr gut. Fucking Hyperdrang. Blizzard. Okay, danach muss ich, also noch einmal Blizzard und dann muss ich Toxicus einsetzen, weil wir, oh, Volltreffer, keine Eisattacken mehr haben. Was setzt du jetzt ein? Aerodactyl, übrigens Aerodactyl und Ultima, also Garados sind keine Drachen-Pokémon, nur mal so nebenbei gesagt. Ja, du bist ein gescheites Flug-Pokémon. Ich kann dich gerne mit Surfer besiegen. Biss ist jetzt nicht so schön. Bitte, bitte nicht. Okay. Ich wollte nicht, dass Ultima wegschreckt. Hydro-Pumpe hätte auf jeden Fall besiegt. Aber Hydro-Pumpe trifft nicht immer. Und da wir so viel Glück hatten mit Blizzard, wollte ich das jetzt nicht irgendwie ausreizen. Surfer. Okay, Hyperstrahl. Ich glaube, Ultima ist tot. Shit. Habe ich was gegen Flug-Pokémon? Ich habe was gegen Gestalts-Pokémon. Rasierblatt. Warte, Hyperstrahl? Du kannst direkt auch einen Hyperstrahl machen. Musst du nicht warten. Wahrscheinlich, wenn das Pokémon besiegt wird, muss das nicht. Meine Fresse. Die sterben. Die ist nicht sehr effektiv wahrscheinlich, weil es auch ein Flug-Pokémon ist. Dragonbran. Ja, da tausche ich mal zu Toxicus. Level 62. 14 Level über uns. Eisstrahl ist ganz oben. Okay, Eisstrahl. Okay, easy peasy. Lemon squeezy. Und besiegt Siegfried. Hoffentlich darf ich noch vor dem Champion mich nochmal heilen und alles. Es ist vorbei. Unfassbar, du bist wahrlich ein Pokémon-Meister. Es ist kaum zu glauben, meine Drachen sind an dir gescheitert. Rot. Nun bist du der Champion der Pokémon-Liga. Yay. Eigentlich wärst du es. Aber du musst noch eine Herausforderung bestehen. Ein weiterer Trainer erwartet dich. Es ist Blau. Auch er hat die Top 4 besiegt. Er ist der amtierende Champion der Pokémon-Liga. Okay. Ich weiß nicht, ob ich direkt gegen Blau kämpfen muss, deswegen mache ich hier mal ein paar Sachen. Wie zum Beispiel einen Top-Beleber benutzen. Ich weiß nicht, ob der... Nee, ich setze einen Beleber ein. Auf Ultima. Und dann Hypertrank und dann gucke ich mal, wie es mit den Attacken von... Dingens steht. Mit Ultima, bei Ultima. Ich kann nicht glauben, dass wir in den 40ern sind mit den Leveln und trotzdem hier Siegfried besiegt haben bis jetzt. Also, es kommt jetzt nur noch Blau und den habe ich ja schon ein paar Mal besiegt. Aber der wird noch einen Ticken stärker sein. Der wird wahrscheinlich zuerst einen Tauboss einsetzen. Deswegen denke ich mal, dass ich Karl nach vorne mache. Oder Ultima hätte ich auch vorne lassen können. Mit dem Donnerblitz. Ich glaube, ich lasse Ultima vorne. Surfer, Donnerblitz, Hydro-Pumpe. Ja, okay. Blizzard-Taste nicht mehr viel. Donnerblitz geht auch noch. Geht aber noch klar. Donnerblitz und Surfer. Falls ich irgendwie Eisattacken brauche, dann wechsle ich zu David. Ultima, du bist dran. Ultima hat fast ganz alleine Siegfried zerstört. Kann nicht reden. Hallo, auf diesen Moment warte ich schon lange, Rot. Ich brauche einen starken Gegner, um mich in Form zu halten.
Während ich meinen Pokédex aktualisierte, habe ich nur die stärksten Pokémon ausgewählt. Aber nicht nur das, ich habe Teams aufgebaut, die alle Pokémon besiegen können. Und nun bin ich der Champion der Pokémon-Liga. Rot. Weißt du, was das bedeutet? Ich werde es dir sagen. Ich bin der mächtigste Trainer der Welt. Nee. Nee, bist du nicht. Er hat jetzt auch ein neues Sprite. Blau möchte kämpfen und diese Musik. Mega geil. Oh was, ich wusste es. 14 Level über uns. Aber ich glaube, wir kriegen dich auch so besiegt. Flügelschlag, Wayne, weil wir selbst einen Flug-Pokémon haben. Okay, hat nicht mitgezählt, der Flugtypus. Okay. Hat nicht getötet. Wirbelwind. Wieso setzt ihr so eine scheiß Attacken ein? Also ehrlich. Nee. Ultima gewinnt. Simsala. Ja, dagegen habe ich nicht wirklich was. Da würde ich einfach Ultima reinschicken und darauf hoffen, dass wir es jetzt einfrieren. Blizzard. Reflektor. Spezial erhält Panzer. Ich glaube, Spezialattacken sind nicht mehr so stark. Ne? Volltreffer. Das war ein Volltreffer. Hydropumpe. Fucking Genesung. Hätten wir sowas wie Aussetzer. Ich muss mehr als die Hälfte Schaden machen. Sonst fucking Genesung. Ziehstrahl. Okay. Es tut weh. Tut sehr weh. Nicht. Meine Güte. Ich nehme Hypertrank. Auch wenn der jetzt wahrscheinlich sich auch heilt mit Genesung. Okay, oder auch nicht. Vielleicht könnte Hydro-Pumpe ihn besiegen. Okay, er hat Psychokinese noch dazu. Bitte überlebt. Okay, nicht. Ich setze Kadabra ein, also David. Und werde sein Spezial damit mit Psychokinese immer down machen. Zwar werden wir ihn selber nicht wirklich viel Schaden machen, aber der Spezialwert, der sinkt. Und dann können andere Pokémon draufhauen. Mach alle meine Psychokinesen, solange ich kann. Jetzt tut er unseren Spezialwert runterhauen. Was natürlich doof ist. Und dann gucke ich mal, das Pokémon, das entweder den stärksten Angriffswert oder den stärksten Spezialwert hat von uns. Und das schicke ich dann raus. Weil ich glaube, so normale Angriffsattacken haben wir nicht viele. Okay, das tat weh. Das war ein Volltreffer. Also, was ein Glück. Erstmal heilen wir dich. Du setzt wahrscheinlich nicht Genesung ein, weil der wird fast am Sterben ist, war. Fucking Reflektor. Psychokinese, Psychstrahl, okay. Es setzt wahrscheinlich jetzt gleich Genesung ein oder er setzt einen Hypertrank ein. Genesung wäre sogar besser. Oh, oder es stirbt einfach. Wie nett. Der wird erreicht Level 48. Was kommt als nächstes? Lizaros. Wasser wäre gut. Aber wir haben auch Wummon Army, also Pflanze. Leider haben wir keinen Solarstrahl, das habe ich Wummon Army nie gegeben. Ich mache mal erstmal ein Rasierblatt. Was? Hornbohrer.
Gut, ist erstmal nichts passiert. Seit wann hat eigentlich Blau ein Rihorn, also ein Rizaros überhaupt irgendwie? Daran kann ich mich schon erinnern. Ein Kukowai. Ja, Dogo. Kukowai sieht so gruselig aus hier auf dem Sprite. Okay, Feuersturm. Das war der letzte Feuersturm, so ein Scheiß. Staccato. Bitte hör auf. Das war der letzte Feuersturm. Ich versuch's mal mit Glut. Aber dürfte nicht so viel Schaden machen. Nee. Ich geb dir mal einen Top-Ether. Dogo, für welche Attacke sollen die AP erneuert werden? Feuersturm. Und dann gebe ich dir einen Hypertrank, wenn du hier das überleben solltest. Wenn nicht, dann Beleber. Okay. Ultima ist leider tot. Aber ich habe auch so nichts wirklich, was Pflanzen-Pokémon wirklich... Habe ich was, was Pflanzen-Pokémon... Toxicus vielleicht. Ja, Toxicus hat doch Eisstrahl. Vielleicht sollte ich das machen. Aber jetzt haben wir uns dafür entschieden. Für Doggo und seinen Feuersturm. Leider trifft Feuersturm nicht so gerne. Und Eisstrahl schon. Deswegen wäre es intelligenter zu wechseln, aber mache ich jetzt nicht. Okay, gut. Es hat überlebt. Ich meine, es ist 15 Level über uns, aber trotzdem, dass es einen Feuersturm überlebt hat. Das ist krass. Gyarados, da weiß ich schon, was ich da nehme. Nämlich Karl. Das ist eine Doppelschwäche, mein Freund. Donner ging leider daneben. Silberblick. Ist nicht so gut, weil die Verteidigung von Karl eh nicht so gut ist. Okay. Gut gemacht, Karl. Allein dafür hat es sich gelohnt, Karl in das Team aufzunehmen, anstatt Sammy. Nur damit er das scheiß Gyarados von ihm zerstört hat. Nadelrakete. Brauche ich nicht wirklich, oder? Ich guck mal, was ich für Attacken habe. Okay, Glurak, da würde ich erstmal Toxicus schicken, wenn... da habe ich aufgeschossen, Entschuldigung. Wenn Toxicus verkacken sollte, was ich mir nicht vorstellen kann, würde ich als nächstes irgendein Pokémon rausschicken und dann erstmal Ultima wieder benehmen. Toxicus ist gelähmt. Ah ja, wie heißt das scheiß Feuerwirbel, ne? Da kann ich leider nichts machen, solange ich da drin gefangen bin. Ist sowas wie Wickel, nur mit Feuer. Steinhagel, Raserei. Murak ist halt viel schneller als Toxicus. Hoffentlich macht das gut Schaden. Jede Menge. Und der Glurak... eine Raserei ist und Toxicus hoffentlich jetzt nicht verkackt, werden wir gewinnen. Yo. Geht doch. Ist doch schön. Ich glaube, das war sein letztes Pokémon, oder? Wäre doof, wenn nicht. Rot besiegt Blau. Mal wieder. Nein, das kann nicht wahr sein. Meine besten Pokémon sind geschlagen von Low-Leveligen. Mein Siegeszug ist schon vorbei. Nach all den Anstrengungen, Liga-Champion zu werden, das ist nicht fair. Okay. Wieso habe ich verloren? Ich habe meine Pokémon doch sehr sorgfältig aufgezogen.
Verdammt, du bist der neue Champion der Pokémon-Liga. Weil ich gönne dir das nicht. Rot. Ist das ein bisschen langsamer als sonst, dieses Lied? Ist das Alabastia-Theme? Du hast also gewonnen. Glückwunsch. Du bist der neue Champion der Pokémon-Liga. Du hast viel dazu gelernt, seit du dich mit Bisasam auf den Weg gemacht hast. Pokémon Army, bitte. Rot, du bist schon viel erfahrener. Blau, du hast mich sehr enttäuscht. Als ich hörte, du hättest die Top 4 besiegt, kam ich hierher. Und da wurdest du besiegt, du Penner. Doch als ich ankam, warst du der Verlierer. Okay, das war ein Witz, aber er sagt es wirklich. Nur netter. Blau, weißt du, warum du verloren hast? Du hast deine Pokémon nicht genug Liebe und Vertrauen entgegengebracht, so wie ich. So wirst du niemals Sieger werden. Rot. Du hast begriffen, dass dein Sieg nicht allein dein Verdienst war. Die Beziehung zu deinen Pokémon ist vorbildlich. Ja, okay, es waren halt meine Pokémon irgendwo. Weil ich selber nicht gekämpft habe. Rot, folge mir. Ohne die und ihren Attacken hätte ich das nie geschafft. Herzlichen Glückwunsch, Rot. Das hier ist die Pokémon-Ruhmeshalle. Alle Champions der Pokémon-Liga werden hier für ihre Heldentaten ausgezeichnet. Zusätzlich werden hier alle ihre Pokémon geehrt. Rot, du hast hart gekämpft und die Herausforderung der Pokémon-Liga bestanden. Rot, du wirst gemeinsam mit deinen Pokémon in der Ruhmeshalle verewigt. Ultima Level 47. Ruhmeshalle, Wasserflug. One Monami 46. Dass ich mich so low-leveling Pokémon geschafft habe, echt. Und nur wegen den ganzen Typ-Zeugs. David meine ich, Level 48 mit den ganzen Typ-Variationen. Also, dass ich hier immer den stärkeren Typ genommen habe. Toxicus Level 49. Dass das am Ende mein stärkstes Pokémon ist vom Level her, hätte ich ja jetzt auch nicht gedacht. Und das von sehr früh dabei. Doggo Level 46. Kann es eigentlich sein, Karl Level 48, dass, Karl und Toxicus auf demselben Level? Rot, Spielzeit 27,19 und jede Menge Geld. Und da standen Sachen, die ich nicht... Du hast bereits 50 verschiedene Pokémon gefangen. Hol dir bei meinen Gehilfen den Epitaler ab. Also das ist, was Eich sagt, also das Pokédex-Bewertungsdingens. Pokémon Rote Edition. Hier ist natürlich nicht Ende. Da kommt nämlich gleich noch was. Aber das ist für heute erstmal Ende für mich. Nach einer 3,5-stündigen Aufnahme, wovon eigentlich eine 4-stündige gewesen wäre, wovon halt eine halbe Stunde flöten gegangen ist und die ich neu spielen musste, weil die Konsole abgestürzt ist. Aber egal. Übrigens kommen hier random Pokémon und nicht die von mir. Warum sie in schwarz gehüllt sind, verstehe ich auch nicht so wirklich. Es sind nicht die geilsten Credits. Ich kann mich erinnern, dass bei anderen Pokémon-Teilen da richtig schöne Animationen sind und so, aber hier sind einfach... Hier sind Namen. Ich meine, das sind halt Credits, ne? Es sind halt Namen. Aber trotzdem, Shigeru Miyamoto. Takashi... Und so weiter. Ich wusste gar nicht, dass Shigeru Miyamoto Cloud Moys war hier für die Koordination verantwortlich, oder was? Deutscher Text. War dieser Herr Moys nicht dafür zuständig, Secret of Mana zu übersetzen und hat die Übersetzung so ein bisschen komisch gemacht? Und hat er auch nicht Final Fantasy 7 übersetzt und das war scheiße? Nee, das war er nicht, glaube ich, ne? Aber Secret of Mana hat da so sich ein bisschen was erlaubt. Ich glaube, Secret of MMO auch. Da müsste ich aber da... Also, ich könnte auch Scheiße labern, aber ich müsste das dann bei Dinges nachgucken. Ende. Hat der es gespeichert? Ich weiß es gerade gar nicht. Weil da stand irgendwo was von Speichern. Ah, ich fange hier an. Ich
wollte speichern, aber ist ja gespeichert. Mutter, Ruhe, du solltest eine kurze Pause einlegen. Okay. Jetzt sind wir in Alabastia, aber es wird mir nicht gesagt, was los ist. Ne, Toxicus ist unser höchstleveliges Pokémon. Toxicus ist auch von Anfang an dabei neben Wonmon Army. Das haben wir ziemlich früh gefangen auf der Route, wo man gegen Blau am Anfang kämpft. Und ne, was mache ich hier für Sachen? Also mal ein bisschen zu Memory Lane zurückzugehen. Das war unser erstes Pokémon. Wonmon Army, ein Bisasam. Hier ist ein Bisaflor. Toxicus haben wir auf Route... Hier steht's irgendwo. Steht nicht. Es ist auf jeden Fall ein Nidoran männlich gewesen, dass wir auf der Route gefangen haben, wo man den ersten Trainerkampf hat. Und, also den ersten Rivalenkampf, besser gesagt, hat. Das war eigentlich auch der erste richtige Trainerkampf. Und, wo man zur... Pokémon-Liga geht, zu Siegestraße. Auf der Route haben wir Toxicus gefangen, ein Nidoran männlich, was zu Nidoking wurde. Was haben wir denn als nächstes gefangen? Ich glaube dann wirklich Ultima. Haben wir nicht wirklich gefangen, das haben wir gekauft. Von dem Typen, der dachte, der würde uns hier verarschen. Für 500 Poké-Dollar haben wir Ultima gekauft im Poké-Center vor dem Mondberg. Und dann haben wir als nächstes David bekommen. Auf, ich weiß nicht, wie die Route heißt. Das ist die Route, wo die Nuggetbrücke ist. Oberhalb, also nördlich von Azuria City. Da haben wir David her. Was ein Abra war und jetzt ein Kadabra ist. Und Ultima habe ich gesagt, zwar schon, dass es ein Kabador war, aber dass es dann zum Gyarados wurde, habe ich nicht gesagt. Als nächstes haben wir dann chronologisch Doggo bekommen. Ein Fukano auf der Straße zwischen, auf der Route zwischen Lavandia und Safronia City. Dazwischen war ein Fukano und das war ja auch der Plan, dass ich ein Feuer-Pokémon kriege und dann einen Stein habe ich dafür ausgetauscht. Ein Fukano, das jetzt mittlerweile ein Arcani ist. Und dann, ich weiß, ich tue so, als wäre es das Ende, aber es geht tatsächlich noch weiter im Spiel ein bisschen. Und dann haben wir zum Schluss Karl bekommen, geschenkt bekommen in Prismania City, in diesem Haus, wo auch die Mitarbeiter von Game Freak gearbeitet haben anscheinend. Diese Prismania Villa. Und dann wurde, also da haben wir einen Evoli bekommen und durch einen Donnerstein haben wir es zu einem Blitzer gemacht. Ich bin gerade am gucken, ob ich bei irgendwen verschissen habe mit dem Namen, weil ich achte da nicht so wirklich drauf, dass ich alles Großbuchstaben alles gemacht habe. Habe ich nicht. Komm, ich bin schon dabei, also ja, ich spiele das noch zu Ende. Obwohl, mein Burger ist ja schon kalt. Ich habe mir, jetzt ist es schon gestern. Ich habe mir Essen bestellt gestern Abend und habe mir eine Pizza und einen Burger bestellt. Die Pizza habe ich gegessen und mittlerweile ist der Burger kalt geworden. Aber den Burger, den hätte ich sowieso nicht direkt gegessen. Weil eine Pizza und einen Burger verdrücken, also ganz ehrlich. Das ist halt so eine 30 cm Pizza, also Radius oder hier, wie heißt das nochmal? Durchmesser, genau, nicht Umkreis. Ja, Durchmesser, 30 cm Durchmesser und die ist, glaube ich, ein bisschen zu viel für, also, und dann noch ein Burger hinterher mit Käsepommes drauf. Also nicht auf dem Burger, sondern dabei. Ein bisschen viel. Ich bin zwar fett und verfressen, aber nicht so. Ich freue mich, dich zu sehen. Was macht dein Pokédex? Zeig doch mal her. Dein Pokédex steht, ja, okay.